Hallo, könnt ihr mich hören? Okay. Ich habe euch stumm geschaltet. Okay. Ja, Daumen hoch heißt ja. Okay. Sehr gut. Ja, willkommen. Hallo, zu einer neuen Sitzung. Ich hoffe, euch geht es gut und ich schicke euch sonnige Grüße aus dem warmen Mexiko. Ja. Heute, bevor wir anfangen, wollte ich das Thema Heilung noch mal ein bisschen näher erläutern aus Sicht von Tenantico. Ja. Für manche ist das Thema Heilung ist sehr ernsthaftes Thema, ja, und zu sehr ernsthaft. Das macht alles sehr steif, ja, und da fehlt die Leichtigkeit, fehlt das Spielerische. Wie passt das zusammen, ja, zur Heilung, ja, weil man ja in einer Dualitätsdenken eine Krankheit oder irgendein Problem als sehr negativ verurteilt. Ja, und das möchte man gar nicht haben, möchte man auslöschen, möchte man aus seinem Leben rausradieren. Aber aus Sicht der Ganzheit ist alles, hängt alles zusammen. Ja, alles ist Ursache und Wirkung und die neue Wirkung ist auch die Ursache für etwas Neues. Ja, und alles ist im Verändern, alles hängt zusammen, alles ist eins. Und das Thema der Heilung aus Sicht der Qigong hat mit deiner Ganzheit und deinem Dasein zu tun. Ja, bei manche haben kommen die Symptome, alle Symptome aus einem Grundgefühl heraus, ist vielleicht die innere Ablehnung, die Verletztheit, eine alte Trauma. Etwas passiert war oder nicht passiert war. Ja, und aus diesem Grundgefühl heraus sucht man dann, das verändert deine Sicht. Ja, und du suchst, schaust bewusst auf die Dinge, die diesen Grundgefühl bestätigen. Ja, quasi, ja, siehst du, die Leute mögen mich nicht. Siehst du, ja, die sind falsch, die sind so und so. Ja, und alles dann bestätigt diesen Grundgefühl der Ablehnung, der Verletztheit. Aber das hat mit deiner Sicht zu tun. Ja, und es ist, die Dinge sind so, wie sie sind, die Menschen sind so, wie sie sind. Aber warum fühlen wir die Verletztheit, die Ablehnung? Ja, weil wir auf bestimmte Art und Weise hineinschauen. Ja. Und Qigong gibt eine Methode vor, quasi leite dich an, Dinge anders zu sehen, anders hineinzuspüren. Ja, das soll deinen Referenzrahmen verändern, wie wir die Dinge schauen, ja, und aus, mit welchem Grundgefühl, ja, wir an die Sache herangehen. Ich habe neulich einen schönen Satz gelesen, das hat mich sehr inspiriert. Das sagt, du bist ein Wunschkind des Universums. Ja, lass diesen Satz mal auf dich einwirken. Ja, und zwar, manche fühlen sich nicht geliebt, abgelehnt. Vielleicht hast du eine andere Erwartung an dein Elternhaus, an deine Familie, an dein Umfeld gehabt. Aber wir sollen wissen, wir haben diese Bedingungen aufgestellt. Ja, Dinge so, nur so, wenn das eintrifft, dann ist es Liebe. Ja, nur so. Aber dann haben wir wirklich das Ganze so programmiert, dass es nur noch digital wird. Ja, 0 oder 1. Ja, wenn das eintrifft, nur wenn diese Bedingungen eintrifft, dann habe ich die Eins. Ja, dann ist es, habe ich das. Ja, das ist alles schwarz-weiß. Ja, und aus Sicht des Universums sieht Dinge anders aus. Du bist hier,
weil das Universum wünscht, dass du hier bist. Ja, das Universum hat alles möglich gemacht, dass du in diesem Leben bist. Ja, wie fühlt sich das an? Ja, das verändert ganz anders die Sicht. Und das ist auch die Wahrheit. Ja, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern komm aus deiner Sicht an. Ja, wie aus welchem Level du alles betrachtest. Ja, und vieles, was wir als Verletzung sehen, spüre das mal hinein. Ja, welche Bedingungen hast du aufgestellt für dein Leben, für die Beziehung, für Dinge, die mit dir in Verbindung stehen. Ja, und wir können nur verletzt werden, wenn wir die Bedingungen stellen. Ja, und das kommt an die, das hat dann nichts zu tun, unbedingt zu tun, dass andere dich verletzen möchten. Die sind nur so, wie sie sind. Ja, aber wir wollen Dinge anders sehen. Ja, wir wollen Bedingungen aufstellen. Du sollst so funktionieren. Aber es funktioniert so nicht. Ja, und es gibt nur wenig Dinge, die wir wirklich aussuchen können. Ja, wir können unsere Eltern nicht aussuchen, wir können unsere Kinder nicht aussuchen, wir können das Leben nicht aussuchen, in dem wir stecken, in der Situation. Aber entscheiden, sagt auch die Nötigung, du kannst entscheiden, wie du dich auf Dinge reagierst. Ja, das kannst du jederzeit kontrollieren. Du kannst es, das ist sogar das Einzige, was du kontrollieren kannst. Ja, wie die Dinge auf dich einwirken. Ja, wenn die Impulse reinkommen. Ja, was ist in dir selbst? Ja, und das ist dein Basis von deiner Referenzrahmen. Ja, wenn dieses Grundgefühl oder dieses Grunddenken ganz stabil wird, ja, dann bist du nicht leicht, kommst in die Rage. Ja, und weil da ein Puffer dazwischen ist, zwischen dem, was passiert und wie du bist. Ja, die Dinge sind die Dinge und du bist du. Da ist ein Puffer, ein Raum dazwischen. Ja, und in Qigong üben wir genau diesen Raum. Ja, und uns wird erstmal bewusst, dass dieser Raum gibt. Und dann fühlt, versuchen hineinzufühlen, wie ist dieser Raum? Ja, und wie bin ich? Wie sind die Dinge und dazwischen gibt es diesen Raum, was der Abstand schafft. Ja, und dieser Abstand existiert und du geübt bist, ja, mit diesem Raum umzugehen. Das kann ein super Werkzeug sein. Das kann deine Gesundheit verbessern, kann dein Leben verbessern. Alle Lebensaspekte können dadurch verbessert werden. Ja, weil das Einzige, was permanent und konstant ist, ist dein Bewusstsein. Und das können wir durch die Qigong praktizieren. Das ist die Basis für alles, für Heilung, für alles. Und dann wirst du merken, wenn du darauf auf diese Ebene fokussierst, musst du nicht mal Gedanken verschwenden an Heilung. Ja, weil die Heilung geschieht auf dem Weg already. Ja, ist quasi, wird dir dann geschenkt, wenn du ein höheres Ziel fokussierst. Ja, und wenn du nur die körperliche Heilung fixierst, dann ist es höchstes Ziel, was du erreichen kannst. Ja, du kannst es bekommen oder nicht, hängt davon ab, wie du übst. Und dann ist es aber auch das Höchste, was du kriegen kannst. Aber wenn du ein höheres Ziel fokussierst, das ist quasi verändert dann alle Voraussetzungen. Ja, und du musst nicht mal, du kannst sogar deine Krankheiten vergessen. Ja, das heilt von selbst, weil andere Ebene dann herrscht, ja, wo die gesunde, ursprüngliche Information wirken. Ja, wenn wir immer denken, wir denken richtig, ja, dann
Schaffst du diese künstliche Welt, ja, in der du lebst, es hat mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Ja, es ist, ja, es ist eine sehr eingegrenzte Wahrheit. Ja. Und die Qigong versuche, diese Wahrheit auszudehnen, ja, Schritt für Schritt. Und das kannst du in der Übung spüren und auch im Nachhinein. Ja, wenn du reflektierst, was habe ich da erlebt? Ja, und wie passt das zusammen mit der, oder wie steht es im Konflikt mit der, mit meinem Alltagsleben? Ja, und wenn das sich immer annähert, ja, wenn dieser Zustand sich immer weiter ausdehnt in alle Lebenslagen, quasi bringen wir die Praxis in unser Leben hinein. Dann wird alles zur Praxis. Und du kannst an allen üben und es gibt genug Gelegenheit, denke ich, bei jedem. Und je mehr Probleme auftauchen, mehr Ärgernisse, umso mehr Gelegenheit haben wir zum Üben. Ja, und das Lernen hört nicht auf. Ja, und darüber können wir auch froh sein, ja. Weil dann haben wir auch einmal keine Probleme mehr, nur noch Übungen. Das ist doch was Tolles. Ja, und wir sind hier zum Lernen, ja, um diese Erfahrungen zu machen. Ja, und dann geschieht alles aus, ja, ist dein Geist schon auf eine andere Ebene. Ja, und dann auf einmal verschwinden. Oder die Symptome werden milder und verschwinden von selbst. Ja, ohne dass wir ganz versteift Latschi machen, öffnen, schließen, auf meine Leber, auf meine Knie und ja, das soll verbessert werden. Das kann funktionieren im besten Falle, aber ja, du bist trotzdem noch in einem sehr eingeschränkten Zustand. Ja, und ja, lohnt sich darüber nachzudenken und auch, ja, finde die Bestätigung dafür, wenn dein Sicht verändert. Ja, wenn die Fülle hineinkommt in dein Leben, in dein Denken, nicht aus Mangel heraus, nicht aus Verletztheit heraus, dann schaust du auf einmal auf andere Sachen. Ja, das verändert deinen Fokus. Ja, du siehst gar nicht mehr so viel Leiden oder du identifizierst nicht mehr damit. Ja, und du siehst auch ein paar andere Dinge. Fröhliche Menschen, ja, Menschen, die liebevoll miteinander umgehen und Liebe miteinander teilen. Ja, und das geschieht, ja, weil deine Sicht sich verändert, weil du dich veränderst. Ja. Und ja, das möchte ich auf den Weg geben. Das hat mit dem Qigong-Weg sehr viel zu tun. Ja, und das ist etwas, was sich automatisch einschleicht in dein Denken. Ja, ohne dass dir bewusst wird, ist deine Sicht verändert, weil in dir mehr Qi ist. Ja, und das Qi sammelt sich an und wirkt schon im Inneren, ja, diese Transformation verändert, ohne dass du großartig viel Theorie lernst und viel praktizierst. Es ist einfach nur, weil etwas im Inneren zur Ruhe gekommen ist, ja, etwas Frieden herrscht und das ist schon die Fülle, ja, und dieser innere Kampf hört auf, du verbrauchst nicht mehr so viel Energie und dann ist auch mehr Energie für den Körper. Ja, alles geschieht auf natürlicher Weise in einem ja, ganz natürliche Art und Weise. Ja, geschieht die Heilung. Und das ist auch eine Art Heilung. Ja, ohne dass man sich sehr viel anstrengen muss und viel lernen muss, viel Kursen besuchen muss. Und ja, das hat ganz viel mit deiner Sicht zu tun. Ja, und fühl mal hinein. Ja, also wenn es wahr ist, dann weißt du es. Ja. Okay. Wir fangen an mit der heutigen Sitzung, finden eine
entspannter Position. Du kannst dich hinsetzen, hinlegen. Ja, die Entspannung ist der Schlüssel, sage ich immer, ja, ist der magische Schlüssel, der alle Räume öffnet. Ja, und für das Qi ist nur der Raum wichtig. Wenn die Räume sich öffnen, dann kann sich mehr Qi akkumulieren, kann mehr Qi hineinkommen und dann auch besser fließen. Ja, und das Qi fließt von selbst. Wir müssen nicht alles kontrollieren und anleiten, wie das Qi fließen soll. Das Qi weiß, wie es zu fließen hat. Ja. Okay. Wenn du soweit bist, schließe sanft die Augen, kehre deinen Geist nach innen zurück, betrete diesen heiligen Raum, deinen inneren Tempel. Es ist ein Ort, wo wundervolle Dinge geschehen. Atme tief. Fühle deinen Körper ganz bewusst. Fühle, ist dieser Raum angespannt oder entspannt? Fühle in jeden deinen Körperteil hinein. Atme in diesen Körperteil. Wir beginnen mit unserem Kopf. Dein Kopf ist ein riesiger Raum. Fühle, dieser Raum ist geöffnet in alle Richtungen. Es hat keine feste Grenze. Weil das Qi ist so fein. Es kann alles durchdringen. Du bist geöffnet für das Qi. Aus aller Richtungen strömt das Qi hinein. Der Raum dehnt sich weiter aus. Innen ist es leer, aber auch nicht leer. Es ist leer, weil es nicht physisch ist. Und es ist nicht leer, weil es ist voller Qi. Jede Schicht, jedes Körperteil wird entspannt. Fühle in deiner Haut hinein. Fühle jede Pore von deiner Kopfhaut. Öffne sich. Und da drin, in deiner Kopfhaut, ist ein riesiger Raum voller Qi. Und dieser Raum dehnt sich noch weiter aus, wird noch größer. So groß, dass du dich hineinstellen kannst, hineinlegen kannst. Fühle diesen Raum von innen. Es ist unbegrenzt, riesengroß. Fühle in deine Sinnesorgane hinein, deine Augen, Nase, Mund, die Ohren. Das sind riesige Räume. Kannst dich hinein begeben und schau um dich herum. Fühle um dich herum. Bist umgeben von ganz viel Qi. Der Raum dehnt sich noch weiter aus. Fühle in dein Gehirn hinein. So riesiger Raum. Jede Zelle ist so weit voneinander entfernt, wie die Sterne im Himmel. Dazwischen befindet sich
ist ein riesiger Raum voller Qi. Fühle hinein. Jetzt fühle in deinen Halsraum hinein, atme hinein. Mit jedem Atemzug vergrößert sich der Raum. Beim Einatmen dehnt sich der Raum hinaus. Beim Ausatmen speicherst du noch mehr Qi. Fühle die Entspannung. Fühle mit allen deinen Sinnen. Und fühle auf eine paranormale Weise das Superdenken. Fühle, ist der Raum angespannt oder entspannt. Der Raum ist entspannt, wenn dein Geist sich entspannt, hineinfühlt. Es ist der Superschlüssel, Universalschlüssel, um alle Räume zu öffnen. Ja, was du fühlst, ist nicht wichtig, sondern wie du hineinfühlst. Ja, was du mitbringst zum Fühlen. Beobachte diese Ebene. Wenn du immer noch angespannt bist, dann fühle, ob dein Geist immer noch angespannt ist, ob du noch zu sehr etwas möchtest. Was du willst, ist nicht wichtig. Es ist wichtig, was du brauchst. In diesem Moment brauchst du nur das Qi. Jede Schicht vergrößert sich. Der Raum ist voller Qi. Die Haut, Muskeln, Knochen, jede Zelle entspannt sich. Jede Zelle dehnt sich aus. Fühle den unendlichen Raum in jeder deiner Zelle. Fühle, jeder einzelne Atom ist so riesig. Ja, denke aus Sicht des Qi. Qi, das ist das feinste, reinste Substanz im Universum. Alles besteht aus Qi. Sogar Energie und Information besteht aus Qi. Es ist so fein. So klein. Aber gleichzeitig, es ist die Ganzheit des Universums. Wir können nichts auseinander dividieren. Du kannst Dinge getrennt voneinander betrachten, aber sie sind eins. Alles hängt miteinander zusammen. Fühle die Ganzheit in diesem Augenblick. Obwohl du dich auf Detail fixieren kannst, fokussieren kannst. Trotzdem ist es nur eine Reflexion der Ganzheit. Es kann nicht existieren ohne andere Ebene, ohne andere Fühle in deine Schulter hinein.
fühle den riesigen Raum sehr entspannt. Fühle die Schultern sinken tief in die Erde. Fühle die Schulter dehnen sich aus in alle Richtungen. Diese Schulter müssen nichts tragen. Entlaste deine Schulter. Atme hinein. Fühle diesen riesigen Raum mit Qi. Und aus alle Richtungen strömt noch mehr Qi hinein. Viel mehr dehnt sich der Raum aus. Da drin befindet sich unendlich viel. Wie viel ist unendlich? Atme in diesen Raum hin. Spüre, wie entspannt, wie wohl es sich anfühlt da drin. Fühle in diesem Augenblick, dein Geist möchte sich gar nicht mehr nach außen begeben. Es fühlt sich so wohl an, im Innen zu sein. Als würdest du in dein inneres Zuhause, als würdest du nach Hause kommen. Aber trotzdem warst du noch nie in diesem Raum. Warst du noch nie in diesem Augenblick. Fühle hinein, was ist noch neu? Was ist jetzt? Vielleicht warst du hier zu einer anderen Zeit. Aber alles verändert sich jederzeit. Betrittst niemals denselben Raum. Alles ist neu, du bist neu. Atme und fühle in deinen Brustkorb. Fühle diesen riesigen Raum. Fühle jede Schicht. Ganz bewusst gehst du durch jeden einzelnen Raum. Die Haut, Muskel, eine riesige Lunge, dein Herz. Deine Nervenzellen. Fühle die innere Fülle, fühle das Qi, es in Fülle. Du kannst sogar fühlen, wie das Qi fließt. Einfach nur fühle, ohne etwas Bestimmtes zu erwarten. Sei ganz leer, wenn du fühlst. Ja, bringe keine alte Erfahrung und kein altes Wissen hinein. Einfach nur fühlen, was ist jetzt, ganz objektiv. Es gibt nichts, was gut ist und schlecht, was richtig ist und falsch. Fühle, was da ist. Selbst wenn du nichts Bestimmtes fühlst,
ganz stabil diesen Raum. Fühle das Qi. Fühle die Leere. Es ist leer, aber nicht leer. Geh über das physische Fühlen hinaus. Fühle diesen Raum voller Qi. Ja, die Vorstellung öffnet den Raum. Du verbindest dich mit dem Unsichtbaren. Und das Hineinfühlen ist ein Prozess des Kreierens, des Erschaffens. Wichtig ist, wie du hinein. Fühle in dein Herz, in deine Lunge hinein. Fühle das Qi. Fühle, wie fein das Qi ist. Ja, das bestimmt die Ebene von Qi. Wir wollen uns mit dem feinsten Qi verbinden. Fühle, wie riesengroß der Raum ist. Du kannst das andere Ende nicht sehen, nicht mal erahnen. Es ist so weit entfernt. Wie viel Qi befindet sich da? Hat es überhaupt Grenzen? Öffne weiter diesen Raum. Geh über alles hinaus, was du bereits kennst. Die Vorstellung hat keine Grenzen. Genauso wie das Universum. Atme in diesen Raum hinein. Selbst das Qi, was du atmest, ist so fein, so rein. Es ist das ursprünglichste Qi des Universums. Das Qi nährt und heilt jede deiner Zellen. Jetzt atme und fühle in deinen Bauchraum hin. Spüre diesen riesigen Raum, wie es dich immer noch weiter ausdehnt. Fühle in jede einzelne Schicht hinein, in deine inneren Organe hin. Fühle, sind die inneren Organe immer noch angespannt oder bereits entspannt?
Stell dir vor, die inneren Organe sind wie die weißen Wolken im blauen Himmel. Schaue genau hin, wie sie sich langsam verändern, wie sie langsam verschwinden. Wie sie sich vereinen mit dem Hintergrund des blauen Himmels. Und dein Bauchraum ist nur noch den blauen Himmel. Und schau hinein, wie tief ist der blaue Himmel. Es ist ein Raum voller Qi, voller Licht. Und fühle diesen Raum. Wie fühlt sich dieser blaue Himmel an? Es ist unendlich tief. Fühle hinein. Nur fühlen. Ohne jegliches Denken. Muss nicht mal eine Meinung bilden. Der Raum öffnet sich mehr und mehr. Alles wird zu leer und nicht leer. Wie ist das Ziel? Wie du hineinfühlst, du erschaffst in diesem Augenblick. Was erschaffst du jetzt gerade? Es ist nicht das Fantasieren. In diesem Zustand von Qi, alles ist nur Potenzial. In diesem Zustand des Fühlens, alles ist möglich. Wir verbinden uns mit dem Ursprung des allen Daseins. Das hat nichts zu tun mit der Zeit. Es ist ein Zustand. Es ist ein Level von Qi. Wir nennen das ursprüngliche Qi des Universums. Es befindet sich überall. Alles besteht aus diesem Qi.
In diesem Zustand ist nur eine ganzheitliche Information da. Es sind alle Potenziale, alle Möglichkeiten drin enthalten. Du musst dich nicht mal festlegen, was du bist. Das kann schon eingeschränkt sein. Bleibe einfach in diesem Zustand des totalen Leeres. Bedeutet ohne jegliche Gedanken. Das Qi beginnt schon zu wirken. Und du bist niemals leer. Du bist schon voller Information. Deine ursprüngliche, genetische, gesunde Information leitet das Qi bereits. Körper hat die Weisheit. Es weiß, was zu tun ist. Es ist besser, wenn wir nichts kontrollieren. Entspanne und genieße einfach diesen Zustand. Das Beste, was du jetzt machen kannst. Qi weiß, was zu tun ist. Qi weiß, wie es fließen soll. Es braucht nur den Raum. Es geht nur an nichts denken. Die Gedanken den Raum ausfüllen, dass sie nicht fließen, dass kein Platz ist. Entspanne und genieße die Leere. Genieße es, leer zu sein. Und du bist viel reicher. Du nicht denkst. Du verbindest dich mit der Ganzheit. Und du leer bist. Das logische Denken kann sich aus. Es wird nicht benötigt in diesem Augenblick. Es ist nur ein Werkzeug. Bist nicht du. Leg das Werkzeug nieder. Lass nur das Qi arbeiten. Lass nur das Universum arbeiten. Spüre, atme in deine Hüfte hin. Fühle in diesen Raum. Der Geist ist schon bereits entspannt. Als würdest du in einen neuen Raum hineingehen, hineinschlendern. Ganz entspannt. Als würdest du in ein Museum voller schöner Gemälde dich hineinbegeben. Ohne jegliche Erwartung. Fühle in diesen Raum hinein. Empfängt die Information.
die ganzheitliche Information. Also alle Impressionen, Eindrücke, ordentlich wirken. Einfach nur fühlen. Ohne ein Urteil abzugeben. Dinge müssen nicht mal schön sein. Sie sind so, wie sie sind. Sie sind perfekt, so wie sie sind. Dinge müssen uns nicht mal nützlich sein. Sie sind schön, weil sie natürlich sind. Fühle in diesem Raum. Und genieße, was du fühlst. Selbst wenn du etwas Angespanntes fühlst, selbst wenn du etwas Unangenehmes fühlst, genieße es. Es ist das Prozess von Qi. Das Qi ist am Arbeiten. Erlaube, dass alle natürlichen Prozesse geschehen. Auf natürliche Weise. Fühle in deine innere Organe hinein. Mit diesem Raum so entspannt. Dein Geist sich bereits entspannt. Fühle, wie ruhig, wie gelassen, wie friedvoll es da innen drin ist. Nichts ist angespannt. Erlaube, dass sich der Raum öffnet. Erlaube, dass alles Mögliche sich da drin befindet. Alles, was natürlich ist, ist auf ihre Art schön und diese innere Weisheit, der Körper, das Qi dorthin bringen, wo es benötigt wird. Alle deine natürliche ursprüngliche Formation wird gestärkt. Alles, was nicht natürlich, was nicht ursprünglich ist, wird sich auflösen. Auch nichts kontrolliert zu werden. Vertraue darauf, dass sie weiß, was zu tun ist, wie es zu tun ist. Vertraue
wie ein Bauer, der einen Samen in die Erde hineinpflanzt. Der Bauer weiß schon jetzt, er wird eines Tages ernten. Er hat sich auf die Natur vertraut. Jetzt an brauchst du nur noch jeden Tag etwas Wasser zugeben. Ohne jegliche Sorgen und Ängste. Dieser Samen hat alle Informationen, was es braucht zum Wachsen und Gedeihen. So ist das Qi. Kannst du vertrauen wie ein Bauer? Wann? Wie? Ist nicht wichtig. Befreie dich von jeglicher Erwartung, jeglicher Kondition, wie es geschehen soll. Das Vertrauen kommt aus der Fülle heraus. Du bist schon voller Qi. In dem Moment, wo du vertraust. Das Ergebnis wird kommen. Die Ernte wird kommen. Das wird dann das Ergebnis sein. Verbinde dich jetzt schon mit der Fülle der Ernte. Das Ergebnis ist schon da. In dem Moment, wo du den Samen hineinpflanzt. Es beinhaltet schon das Ergebnis. Aber ohne jegliche Erwartet. Fühle. Fühle die innere Fülle. Du bist voller Qi. Fühle in deine Arme und Beine hinein alle Schichten, alle Gelenke, jeder Muskel, die Hände und Füße. Auch wenn du diesen Körperteil schon mal gefühlt hast, in diesem Augenblick hast du es noch nie gefühlt. Es ist neu, völlig neu. Fühle das Qi. Das Qi ist entspannt. So wie alles im Universum. Diesen Zustand. Friedvoll. Ohne jegliche Anspannung.
Wir wollen alle das Qi bekommen. Aber der einzige Weg, um das Qi bekommen, ist, wenn du selbst zum Qi wirst. Und das geschieht, wenn du leer bist, ohne jegliche Identifikation, wer du bist, was du weißt. Und lehre dich in jedem Augenblick, wie du eine Tasse voller Wasser ausschüttest. Alle deine dein Wissen, alle deine Erlebnisse, das brauchst du nicht. Es wird zum Ballast. Es verhindert dich zum Fühlen. Du kannst nur fühlen, wenn du lebst. Wie trübes Wasser sich langsam absetzt, immer klarer und klarer wird. Es braucht nur die Ruhe. Fühle, wie tief es hineingeht. Unendlich. Ich fühle diesen Zustand der Ruhe und des Friedens. Du wirst dich daran erinnern. Das ist dein wahrer Zustand. Wenn du dich mit dem Essenz deines Daseins verbindest. Merke dir gut diesen Zustand. Jeglicher Trübung wird dich und diesen Zustand wegbringen. Jeder Gedanke kann das klare Wasser wieder trüb machen. Aber es ist immer da, das klare Wasser. Du kannst jederzeit zu hier und jetzt zurückkehren und diesen Zustand spüren. Okay, bereite dich vor für den Abschluss. Atme tief ein und aus. Fühle das Qi. Fühle in diesem Zustand in jeder deiner Zelle. Genieße diesen inneren Raum. Du kannst dich entscheiden, auch weiter in diesem Raum zu verweilen
Oder beendest die Übung. Aber du weißt jetzt schon, du willst zurück. Das Qi und der Raum wartet. Eine innere Reise wird weitergehen. Beginne deinen physischen Körper zu spüren. Bewege deine Finger und Zehen. Fühle deine Umgebung. Bewege langsam deinen Kopf, deinen Nacken, deine Schulter. Bewege deine Arme und Beine. Ja, berühre liebevoll deinen Körper. Ja, wenn du dich mit deinem Körper verbindest, sende deine Dankbarkeit und deine Liebe hinein. Und fühle diese Information in deine Zellen, in deinem Leben. Okay, langsam kannst deine Augen öffnen.